Ja, moin Leute und willkommen bei einer weiteren Folge Ab ans Wasser. Heute gibt es eine Premiere auf unserem Kanal, gleich in zweifacher Hinsicht. Denn zum einen wollen wir für euch heute einen Köder testen. Diesen wunderschönen elektrischen Angelköder, den Robotic Swim Lure. Und die zweite Premiere ist, wir verlosen heute was für euch. Und zwar diesen wunderschönen Fisch. Wie ihr den gewinnen könnt und warum und wieso und weshalb, das erfahrt ihr im Laufe des Videos. Jeder von euch hat den bestimmt schon mal irgendwo gesehen, irgendwie vorgeschlagen bekommen. So ging mir das auch und ich habe mich jetzt dazu entschieden, den für euch mal zu testen. Der Köder kam so in diesem Hardcase hier, in dieser Plastikbox. Zur Marke kann ich ganz wenig sagen. Liyamik, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. So steht es auf jeden Fall da auf der Seite, ist der Hersteller. Auf dem Köder selber steht überhaupt nichts. Und Leute, zum Köder selber steht da auch wirklich nichts. Keine Anleitung, kein nix, nada dabei. Ich habe dann erstmal auf der Seite selber geschaut, wie die Kabel da angeschlossen sind. Da ist nämlich so ein USB-Kabel dabei. Ja, wie bei so einer Autobatterie könnt ihr euch das vorstellen, mit so zwei Klemmen dran. Für alle, die es interessiert. Oben rot, unten schwarz. Dann lädt der Köder auf. Das war im Lieferumfang enthalten. Der Köder hat hier vorne so einen kleinen Propeller. Und da waren auch noch zwei Ersatzpropeller vorbei, von denen ich einen leider schon verloren habe. Also wer von euch auch immer diesen Köder hier gewinnt, tut mir leid. Ein Propeller ist schon irgendwo. Dann ist noch dabei diese kleine Pose. Das ist meiner Meinung nach ein absoluter Witz. Also die brauchen wir gleich auf keinen Fall. Da werde ich eine etwas schwerere Pose dran machen. Die zieht der Köder nämlich auf jeden Fall unter Wasser. Und das kann man sogar schon auf der AliExpress-Seite tatsächlich selber sehen. Und da seht ihr schon die ganze Zeit, dass diese Pose unter Wasser mit und her gezogen wird. Also da erschließe ich mir der Sinn nicht. Dass das vielleicht nicht unbedingt die größten Profis sind. Wir schneiden euch, wenn wir euch das Video reinschneiden, auch auf jeden Fall das Bild von dem älteren Herren rein, der stolz ein Karpfen in die Kamera hält. Also ein Karpfen, wenn wir nicht gerade reißen, fangen wir hiermit zu 100% nicht. Wie ihr sehen könnt, ist das so ein mehrteiliger Gelenkköder. Heißt, ne, soll sich halt eben unter Wasser wie so ein Fischlein bewegen. Und wird angetrieben von dem kleinen Propeller hier vorne. In dem ganzen Teil ist ein Akku drin. Laut Internetseite soll das Ganze zwischen 60 und 90 Minuten halten. Zum Aufladen braucht er gute 3 Stunden. Heißt, wenn ihr damit einen ganzen Tag fischen wollt, braucht ihr vielleicht 2 davon und immer eine Powerbank dabei. Wir testen den jetzt eine Akkuladung durch. Nicht wundern, ein An- und Ausschalter existiert ebenfalls nicht. Das Ganze, ich denke mir hier, das Wasser funktioniert dann als Leitmittel, dass dann eben, ne, der merkt, also dass dann eben das Ganze unter Strom gesetzt wird und das Fischlein losschwimmt. 0,80er Hartmone, Leute, das ist auf jeden Fall hecht sicher genug. Das machen wir jetzt davor. Ansonsten habe ich hier noch Yornix gemacht. Habe hier meine Ansetzroute. 12 Gramm Durchlaufpose, an die ich jetzt noch kein Blei oder sonst irgendwas dran gemacht habe. Ey, wir müssen es einmal ausprobieren. Ganz egal, wie dieser Köder heute abschneidet, ihr könnt ihn heute gewinnen. Voraussetzung, ihr müsst das Video liken, ihr müsst Abonnenten dieses Kanals sein, ganz, ganz wichtig. Und dann müsst ihr einfach einen Kommentar schreiben, in den ihr reinschreibt, dass ihr den Köder gerne hättet. Ich finde den Köder zwar super interessant, muss aber ehrlich sagen, dass ich keine Muße habe, mich da jetzt mit mehreren Stunden auseinanderzusetzen, wie man den am besten fischen kann. Und wenn einer von euch sich das zutraut, dann schreibt mir das gerne und einem oder einer Glücklichen werden wir diesen Köder zuschicken. Wer das sein wird, würde ich sagen, erfahrt ihr ja erst Anfang Dezember. Dann habt ihr jetzt so gute 2 Wochen für einen Kommentar und dann verlosen wir das Ganze. Fischchen hängt an der Schnur. Wir schauen, was passiert. Ich lasse dir mal hier vorne zu Wasser. Vielleicht sieht man ja schon was. Oh ja, oh ja. Geil. Leute, ich halte die Angel nur. Und ich hoffe, man sieht es hier gerade im Bild, im flachen Wasser, wie das Fischchen da seine Kreise zieht. Ich mache noch einmal kurz einen Pendelwurf hier vorne rein, um jetzt erstmal zu gucken, ob die Pose überhaupt, also ob der Fisch die Pose hält. Und dann müssen wir uns gleich mal entscheiden, in welcher Tiefe wir das hier so fischen. Ich pendel erstmal hier vorne rein und gucke, ob die Pose hält. Das ist geil, ey. Seht ihr das?
Oha, wenn da ein Kontrolleur kommt und ihr habt hier eine Pose, die sich bewegt, das gibt erstmal Stunk, du. Das sieht doch schwer nach einem lebenden Köderfisch aus. Ey, boah, ich bin aktuell komplett hin und her gerissen. Irgendwie denke ich mir, es ist der größte Schnickschnack. Auf der anderen Seite bin ich gerade völlig enthusiastisch und finde es irgendwie mega geil. Mein Plan ist, hier vorne relativ ufernah zu fischen. Hier hätte ich mit Kunstköder nämlich schon den einen oder anderen Hecht. Nicht unbedingt die größten, aber hier war zumindest häufiger mal Kontakt, sodass wir vielleicht ein bisschen Hoffnung haben. Wir haben es jetzt mittlerweile schon Anfang November, da es aber relativ warm war. Ich glaube nicht, dass die Fische schon so mega tief stehen. Ich glaube, ich lasse es schon einfach so. Wo ist das hier? 1,5 Meter. Hier vorne sind es so 2, 2,5 Meter. Hecht tendenziell, ne? Jagd nach oben. Egal, ich werfe da jetzt einfach hin und dann gucken wir, was passiert. Okay, Leute. Und jetzt sind wir auch schon genau bei dem Problem, was ich vorhin angesprochen habe. Es ist ja nun mal einfach ganz egal, wie schön sich der bewegt. Das ganze Ding ist aus Plastik und so war da ein Fisch reinhackt, wird er natürlich auch sofort merken, dass es sich dabei um keinen echten Fisch handelt und direkt wieder loslassen. Ne? Darum ist ja auch, wenn ihr Spinnfischen geht und ihr was merkt, direkt ein Anhieb. Das ist jetzt hier irgendwie, ja, ihr seht es ja, die Pose ist die ganze Zeit unterwegs. Ich versuche die Schnur so ein bisschen straff zu halten, zwischendurch immer mal ein bisschen zu kurbeln. Was ich mir gerade gedacht habe, man könnte den auch richtig geil tunen, dass man da irgendwie noch so ein bisschen Duftspray drauf sprüht. Das gibt es ja durchaus. Oder ganz weit hergesponnen, vielleicht vom echten Köderfischchen, von einer kleinen Rotfeder, von einer kleinen Plötze oder so, ein kleines Filet schneiden und das mit einem Gummiband an dem Ding fixieren. Dann lässt der Räuber vielleicht auch nicht direkt los. Oh, guck mal, da ist er ja. Was macht er denn da oben? Hast du gesehen? Oha. Ah, das war bestimmt eben, als ich, wo ich dachte, wo ich im Schilf fange, als ich gezogen habe, hat sich das hier überschlagen. So zu sehen, wie so eine Pose untergeht, ne, ist einfach traumhaft schön. Was ich gerade aktuell noch nicht so richtig weiß, ob hier die Routenwahl die richtige ist. Zum Deadbait-Angeln oder auch so zum Ansitz finde ich die eigentlich ganz geil, aber dann liegt natürlich auch. Und gerade traue ich mich aber nicht so richtig, die aus der Hand zu legen, weil, ja, wie gesagt, man muss ja so ein bisschen schnell quittieren. Ich glaube, wenn ich jetzt hier hinlege und nur auf die Pose achte, die ja eh die ganze Zeit hier mal runtergeht, das ist, ja, das große Problem des Köders bleibt die Bisserkennung. Oh, ich kohle mal zwischendurch so ein bisschen, um mir verschiedene Stellen abzufischen, so ganz langsam. Wo ich mir den Köder vielleicht noch ganz gut vorstellen kann, ist, wenn er dir eine Spinnroute macht und im Boot sitzt, und dann zum Vertikalfischen. Heißt, ihr habt die ganze Zeit die Schnur auf Spannung, sitzt im Bötchen und habt den Köder, ne, an gestraffter Schnur unter euch her schwimmen. Dann könnte man auch die Pose etc. alles weglassen. Ne? Dann habt ihr einfach nur den Fisch vorne dran, habt den direkt, ja, wie so einen normalen Kunstköder vorne dran. Nächster Lifehack von mir, wenn ihr sowas hier macht, nehmt euch einen Stuhl mit. Wie lange sind wir am Angeln denn hier? Halbe Stunde? Bisher ist nichts passiert. Das kann man nach einer halben Stunde Hechtangeln auch nicht erwarten vom kleinen Köder der Welt. Ich kurbel auch noch einmal ein bisschen ran und mache dann nochmal einen neuen Auswurf. So, und wisst ihr was? Ich kriege einen lahmen Arm. Ich lege das Ding jetzt doch kurz beiseite. Hey, dabei fällt mir ein, es könnte sogar sein, dass ich noch so Lockstoff im Rucksack habe. Schau mal. Haha, was habe ich denn hier noch? Von Ilix, den Nitro Booster High Power Fish Attractant. Wie angekündigt, wir pimpen das gute Fischen jetzt ein bisschen. Dafür hole ich mal die ganze Montage raus. Oha. Wie ist das passiert? Gut, dass wir es rausgeholt haben, Leute. Keine Ahnung, ob sich das beim Auswerfen überschlagen hat oder ob das Fischlein so blöd geschwommen ist. Ta, 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 ta. So,
Leute, die Magic Fingers haben es gerichtet. Aber ihr seht, die Schnur hier ist total kraus. Darum mache ich da trotzdem mal gerade einen Cut. So. Naja, ursprünglich wollten wir den Köder pimpen. Ne? Hab jetzt hier so ein Boost-Spray von Elix. Das gibt es natürlich von allen möglichen Anbietern. Grundsätzlich, ach, weiß ich auch nicht. Da teilen sich die Meinungen. Ne? Ich persönlich fische das eigentlich relativ selten. Liegt daran, dass ich es primär vergesse. Wir probieren es einfach mal. Ne? Laut Hersteller soll das unter Wasser auch halten. Meine Logik sagt, wenn ich das hier drauf sprühe, das ins Wasser schmeiße, ist es direkt wieder weg. We will see. Also meine Hände riechen auch noch, nachdem sie im Wasser waren. Da sind aber auch mehr Poren als an so einem Fisch, wo das einziehen kann. Naja. Erst einmal wieder gucken, ob er noch läuft. Oh. Fischi schwimmt noch. Ich probiere es jetzt mal gerade so ein bisschen an der Schilfkante. Da müssen wir das Ganze natürlich gut im Blick behalten, dass wir da keinen Hänger kriegen. Weil, wie gesagt, wir wollen um alles in der Welt vermeiden, dass das Ding hier im Tümpel bleibt. Ja, und jetzt wird mir das auch dazu riskant. Wobei ich da ganz ehrlich zur Not auch mit Gummistiefeln rankommen würde. Wenn ihr der oder diejenige sein sollte, der oder die diesen Köder gewonnen hat, bitte ich euch darum, damit verantwortungsvoll umzugehen, weil da ist ja immer noch ein Akku drin. Heißt, ihr schmeißt hier eine Batterie ins Wasser rein. Heißt, guckt, dass er die nicht verliert. Fischt hechtsicher, habt genug Vorfach dran, habt eine dicke Schnur dran. Wenn das Ding abreißt, im See liegt, ist für einen See scheiße. Wenn ein Hecht das Ding im Maul hat, ist für einen Hecht scheiße. Boah, der dreht sich nicht mehr so richtig, ne? Fischi sagt nichts mehr. Also ganz ehrlich, ein bisschen mehr Akkuleistung hatte ich dann doch erwartet. Also eine Stunde waren wir jetzt auf jeden Fall dabei, aber auch nicht viel mehr. Kommt nichts mehr. Ich hoffe einfach nur, dass natürlich jetzt der Akku leer ist und nicht das ganze Ding kaputt ist. Das testen wir vorher natürlich vor uns zu Hause nochmal. Ansonsten, wenn er natürlich kaputt ist, verlosen wir das nicht. Tja, ansonsten, was gibt es zum Fisch zu sagen? Vom Laufverhalten an sich war ich schon ein bisschen beeindruckt. Also das war wirklich schon, weiß ich auch nicht. Das sah attraktiv aus. Da könnte ich mir schon vorstellen, nee, er sagt definitiv nichts mehr. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das einen Räuber interessiert. Das Problem mit der Bisserkennung, das sehe ich nach wie vor. Naja, ich hoffe, euch hat unser kurzes Testvideo gefallen. Ich mache hier jetzt gerade aber noch, bevor wir endgültig aufhören, ein paar Würfe mit der Baitcaster-Route. Die schneiden wir euch noch rein. Weil für den Fall, dass darauf dann jetzt direkt einer beißen sollte, wäre das natürlich für den kleinen Fisch hier schlechte PR. Ansonsten habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Muße, euch mit dem Köder hier auseinanderzusetzen. Würde mich freuen, wenn der oder diejenige, die das ganze Teil gewinnt, vielleicht irgendwann bei uns mal kommentiert, ob er damit bessere Erfahrungen gemacht hat als wir. Oh, zwei Würfe noch. So, wie gesagt, das sollten nur ein paar schnelle Vergleichswürfe sein. 10, 15 Mal geworfen. Auf Gummi ist jetzt auch nichts mehr passiert. Und wir flüchten jetzt vorm Regen. Das soll es wirklich gewesen sein. Nochmal reingehauen. Der muss ja noch sein.